Has it finished? Why are you asking me now? What type of question is that? York, boy. Is the album finished or do we have a few more songs to go? It seems like it's got one or two more. Oh, we are not done yet. Okay. I've heard you, Sha. Stop. What is all this ruckus? Tell me. Buongiorno, dobar dan, aus Kroatien, Italien, Spanien, Balkonien. Aus dem wunderbaren Balkonien. Bei uns ist zwar wirklich noch, wie ihr seht, an der Haube kalt, aber das ist ein heißer Balkon. Ich glaube es momentan selber noch nicht, aber es wird bald heiß. Heute haben wir ein bisschen ein Spezialthema ausgesucht, was mir aber sehr, sehr am Herzen liegt, weil es ein Thema ist, mit dem man wirklich super wieder Biene, Hummel, Schmetterling am eigenen Balkon, vielleicht sogar nur mit dem eigenen Blumentopf unterstützen können. Sogar die Vogelwelt nehmen wir mal ein bisschen mit. Heute schauen wir uns an, ein bisschen eine spezielle Geschichte. Welche heimischen Gehölze könntet ihr ersetzen, dort wo es so richtig heiß ist? Und wieso sind die eigentlich für besser, wie zum Beispiel ein Bambus? Ja, gerade unsere Balkone, sei es in Städten, sei es am Land, ganz egal, sei es in Amstetten, sind super, super wertvolle Lebensräume. Das müsst ihr euch nur vorstellen, weil viel kriegt man ja dann so als Argument zum Herrn. Was soll denn das bringen? Ein Topf mit einer Pflanze. Das ist immer so. Einer muss mal beginnen, aber wenn dann 10 Balkone, 100 Balkone, 1000, 10.000 Balkone in einer großen Stadt mitmachen oder vielleicht sogar 100.000 in einer Millionenstadt, dann ist da schon was los und dann haben diese Pflanzen dieses berühmte so Mosaik, sagt man, wo sie vielleicht von einem Balkon zum nächsten fliegen können. Und das Schöne ist, weil ich eben vorher schon erwähnt habe, wir schauen uns heute Gehölze an, heimische Gehölze. Deshalb eben wieder so interessant für unsere Tierwelt, weil sie mit diesen heimischen Pflanzen so sehr verschränkt sind, weil sie so viel wechselwirken. Es gibt eben wirklich viele Wildbienen, die auf heimische Gehölze angewiesen sind, aber auch Schmetterlinge, die diese Gehölze sehr gern aus Raupenfutterpflanze nehmen. Und bei den Gehölzen weiß man ja dann oft, viele von diesen Gehölzen sind vielleicht sogar essbar. Fällt mir auf die Schnelle immer die Riehwiesel ein, weil meine Riehwiesel immer die Amsel frisst. Ist auch ein heimisches, zwar kein Wildgehölz, aber ein heimisches Fruchtgehölz. Und da kann man sogar was für die Vogelwelt machen und es kehrt das Leben ein. Oft wirklich nur mit einem Strauch und wenn man mal begonnen hat, kann man das ja ein bisschen ausbauen über die Jahre. Und so wie euer Balkonien jedes Jahr bunter wird, so wird auch die Vielfalt an Tieren und Lebewesen, die man da unterstützt, jedes Jahr bunter. Probiert es aus, das haut wirklich hin. Waren sicher einige dabei von euch, weiß ich, weil für die kommen, schauen sie dann diese Schlehen an. Die Schlehe haben wir vor ein paar Jahren gesetzt, funktioniert super, blüht jetzt auch wirklich schön. Die Schlehe hält die Hitze auch sehr gut aus, aber es gibt noch wirklich etliche andere hitzeverträgliche. Ich würde sagen, wir schauen einfach in unser kleines Quartierchen und suchen uns irgendwas Schönes für die Hitze für den Sommer aus. Also sonniger Balkon, richtig knallheiß, sagen wir mal so, den mehreren Tagen in der Sonne. Könnt ihr echt einige verschiedene heimische Sachen nehmen, die sie anbieten. Ich glaube, ich werde heute die Felsenbirne aussuchen, und zwar die heimische Felsenbirne. Aber es gibt noch eine Reihe anderer Gehölze, die sich super eignen. Das ist ja wirklich leicht für mich, gell? Da brauche ich mir gar nichts merken, brauche ich nur schauen. Zum Beispiel, was auch wirklich ein Hit ist, der ist gerade erst so ein bisschen am Austreiben. Das ist der Felsenahorn, der geht auch sehr gut, der wächst nämlich auch sehr langsam und das Unglaubliche ist, es ist ein Ahorn, so wie, kann man sagen, wie unsere Spitz- oder Bergahorne, die auch so gute Bienenweiden sind, ist das eine hervorragende Bienenweide. Der hat eine Blüte, wo die Bienen förmlich wie ein Magnet angezogen werden.
Färberginster braucht ein bisschen mehr Wasser als die meisten anderen Ginster, hat aber mit der Hitze auch kein Problem. Aber so richtig ein Hitzeknaller, also wenn ihr wirklich einen Balkon habt, wo es euch fühlt wie irgendwo in Mazedonien unten, dann wäre der Lydische oder der Steinginster super. Der wird auch so schön bogig überhängend, wird bald blühen. Wildrosen gibt es auch einiges, was man nehmen kann. Zum Beispiel die Dünenrose wird super gehen oder die rote Hechtrose, die rotblättrige. Das sind alles Pflanzen, die sehr, sehr hitzeverträglich sind. Fällt mir noch was ein auf die Schnelle? Ja, Berberitzen, Claro. Wenn ihr botanische Beschreibungen lest im Internet, dann steht meistens dabei sonniges, heißes Berberitzen Blutstorchschnabelgebüsch. Das ist so typisch irgendwie so ein eher trockener, warmer, heißer Standort. Also Berberitzen wäre auch ein Thema, wenn ihr euch nicht immer ärgert, wenn ihr euch hinsetzt und die Berberitzen sticht euch, weil die sticht natürlich. Ja, also da haben wir schon einiges. Was nehmen wir quasi? Nehmen wir die Felsenbirne. Ich glaube, ist was Schönes, gell? Muss ich schauen, dass ich eine blühende erwische. Ah ja, die gehen eh schon auf. Die gehen eh schon auf. Das ist eine Dünenrose. Ist natürlich auch wirklich, wirklich gut betornt. Also auf ganz, ganz kleinen Balkönchen, wo nur ein Sessel und ein Topf steht, muss man gewisse wahrscheinlich masochistische Ader haben, dass man Stachelpflanzen setzt. Das war ja super für uns am Balkon, gell? Da konnte man sich auch ein bisschen austoben auf der Terrasse oben. Können wir hin und wieder sowas setzen, weil da ist auch schön sonnig. Das war eben dieser Felsenahorn oder Monsbessulanische Ahorn. Oder noch irgendeinen Namen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wächst wirklich gemütlich, bliert super. Also ihr seht, es gibt gar nicht so wenig. Der Kreuzdorn. Ich habe den Kreuzdorn fast vergessen. Das ist jetzt auch sowas Hitzeliebendes. Und noch ein paar andere gibt es. Da könnt ihr euch wirklich ein bisschen austoben. Und wie man schon so gesehen hat, glaube ich, etliche von diesen Pflanzen machen dann auch Beeren oder Früchte, wie eben die Felsenbeere, die Felsenbirne, die Berberitze, die Wildrosen. Und das wären dann wieder was für die Vögel. Also wenn man Glück hat, zieht man Schlehdorn, genau. Die holen es dann. Wenn in der Stadt wenig Nahrungsangebot ist, dann sind sie natürlich auch froh, wenn sie am Balkon was zum Naschen haben. Man kann sich das so richtig vorstellen, am Naturstandort, deshalb heißt es ja Felsenbirne, ist aber keine Birne, wachsen die oft wirklich zwischen den Felsen raus, so irgendwie so schief, da wachsen sie dann natürlich ganz, ganz langsam. Ich werde euch über die Felsenbirne gar nicht ganz zu viel erzählen, weil wir haben ja ein neues Format. Jeden Dienstag, 18 Uhr, Markus Burkhardts Pflanzentipps. Und da beschreiben wir dann verschiedenste Pflanzen und ich hoffe, eigentlich müsste jetzt die nächste Pflanze sein, gell? Die Felsenbirne. Da werden wir euch die Felsenbirne dann detailliert beschreiben. Schaut rein, dann glaube ich, erfahrt ihr noch einiges über die Felsenbirne, was man vielleicht nicht so weiß. Wir besuchen den Naturstandort. Quasi, da müssen wir Seil, also Kletterausrüstung mitnehmen. Da heißt es dann kraxeln in die Füßen rein. Soll ich beim Gehen korrigieren? Ich korrigiere Markus Burkhardts Pflanzenporträt. Ist ja viel schöner wie Pflanzentipps. Mhm. So machen wir das. Aber jetzt muss ich was tun, einmal, nicht nur reden. Es nimmt irgendeinen Trog, der eine gewisse Größe hat. Für ein Gehölz soll es wirklich nicht zu klein dimensioniert sein. Die Gehölze halten es zwar zum Teil sogar aus, eine Zeit lang, aber es müsst halt viel mehr gießen, einerseits, weil natürlich die Wurzeln diesen Raum schnell durchsiedeln und je mehr frei verfügbare Erde da ist, desto mehr Wasserspeicher ist auch da und desto länger können natürlich diese Gehölze sich auch entwickeln und einfach auch eine gewisse Größe kriegen. Sonst werden sie halt irgendwann ein Bonsai und bleiben stehen. Und irgendwann, nach vielen Jahren, zum Teil auch erst Jahrzehnten, ist natürlich das Substrat trotzdem ausgelaugt und am Ende dann wachsen sie nicht mehr recht viel.
Aber in so einem großen Topf funktioniert das schon sehr, sehr lang und da werden wir auch ein bisschen kombinieren dazu mit der Bepflanzung. Was mache ich? Der hat noch keine Löcher, habe ich gesehen. Unbedingt Wasserabzugslöcher bohren. Ich glaube, das weiß eh noch jeder. Dann würde ich bei einer gewissen, ich sage jetzt einmal so ab 40, 50 cm Topfhöhe, würde ich ein bisschen eine Drainageschicht unten reingeben. In dem Fall nehme ich jetzt einfach einen Kies, weil ich von dem zufällig gerade genug da liegen habe. Es könnt ihr größere Steine nehmen. Oder, wie es unsere Omas immer gemacht haben, einfach zerbrochene alte Scherben unten reingeben. Einfach, dass das Wasser abfließen kann. Ist nicht unbedingt nötig, aber sobald ihr vielleicht Untersetzer verwendet, müsst ihr immer eine Drainageschicht reingeben, die zumindest höher ist wie dieser Untersetzer, damit unten keine stauende Nässe ist, weil das mögen viele Pflanzen überhaupt nicht. Auf diese Drainageschicht, die mache ich dann einfach 3-4 cm, könnt ihr ein normales Vlies raufgeben, das wäre so ein Vlies. Oder wenn ihr kein Vlies daheim habt, könnt ihr auch einen Schneidshodern nehmen. Opas Taschentuch stehlen. Opas Taschentücher haben uns als Kinder schon geekelt. Entwendet es und nehmt es. Seht ihr? Nein, das ist einfach ein Geschirrtuch. Das sagt man da, Geschirrtuch. Und das lege ich da rein. Es geht nur darum, dass eine Trennschicht gebildet wird zwischen dem eigentlichen Substrat und der Drainageschicht unten, weil sonst, wenn es länger regnet oder wenn es viel gierst, wird das feine Material durchgeschwemmt und dann rinnt es euch unten immer raus. Also das ist eigentlich so die Hauptfunktion von einem Trennschneuztuch. Dann kommt die Erden rein, dann setzen wir die Pflanze. Dann suchen wir uns, auf jeden Fall würde ich immer empfehlen, wenn ihr so ein Gehölz in einen einigermaßen großen Topf setzt, dann würde ich unbedingt eine gewisse Unterpflanzung aussuchen. Also dazu kombinieren, erweitert die Blütezeit und erweitert vor allem auch unsere Tiere, die wir da damit anziehen. Und dann gebe ich euch oben vielleicht noch ein paar so Tricks, wie man dieses Ausschwemmen beim Gersten ein bisschen verhindern kann, wie man da vielleicht auch noch ein bisschen eine Vielfalt anlocken kann. So, aber jetzt tue ich mal was, weil mir ist, ich fühle mich nicht wie in Spanien, sondern wie in Sibirien. Es ist wirklich kalt bei uns. Has it finished? Why are you asking me now? I have a question about your album. Am Dach oder auf Balkonien ist es natürlich oft so, dass das Gewicht ein Thema ist. Kies ist recht schwer, es könnt ihr euch genauso gut Leka oder Bleton besorgen. Super Material für unten rein zum Drainagieren. Ist viel, viel leichter. Ich bin ja nicht einmal ein Opa und schon grausig. Nein, Opas sind nicht grausig. Aber Opas Taschentücher. Das ist ein Wahnsinn. Da passt er gut, da ist ein bisschen höher, da wirkt es. Das müssen wir quasi, da musst du bitte den Link setzen von der Sendung, wo wir vorher gesagt diese Tröge gesetzt haben, weil so schauen die jetzt im Frühjahr aus. Man muss es wirklich dazu sagen, wir sind auf 700 Meter, es ist sehr kühl bei uns die letzten Wochen gewesen. Es hat vor einer Woche noch geschneit. Dementsprechend ist alles noch sehr klein, aber es ist alles super über den Winter gekommen, alles heraußen gestanden. Durchgefroren wie die Eisblöcke und kein Problem mit den heimischen Wildstauden. Es gibt hervorragende fertige Substrate. Da dürft ihr nicht sparen. Das kostet ein paar Euro mehr, so ein Erdsack, und es habt ihr eine gute Erde.
unbedingt was Ökologisches nehmen, was vielleicht sogar ein Bioprodukt ist, wäre natürlich super ideal, ohne Torf. Und wichtig ist, es gibt immer das Thema extensiv, intensiv, was soll man nehmen. Das sind zum Teil, liest man dann noch, trockenheitsverträgliche Pflanzen oder Pflanzen, die magere Standorte schätzen. Aber das ist die Natur draußen. Da wächst er in einem Fößen, kann meterweit reinwurzeln. Das kann er im Topf nicht. Nehmt im Topf, meine Empfehlung, immer eher das Intensivsubstrat, also einfach ein gutes Topfsubstrat, zeichnet sich dadurch aus, dass es statisch nicht ständig nachsinkt. Also es verdichtet sich nicht, es ist nicht so komprimierbar und der Topf sackt dann nicht so stark ab wie diese billigen Substrate. Das merkt man eh gleich, so ein Topfsubstrat oder sowas, das hat keine Struktur. Wenn ich da was reingib, dann sinkt das ganz stark nach mit der Zeit. Und da sind viele feste Anteile drinnen, wie Ziegelsplitt oder so ein kleines festes Granulat. Das gibt ihm Luft einerseits. Luft ist immer wichtig für die Pflanzen, wachsen sie gut. Ziegelsplitt nimmt Wasser auf und ist auch gut für die Struktur. Und da fühlen sich dann die Pflanzen sehr wohl, weil es wird einerseits Wasser gespeichert im Substrat, aber es kommt zu keiner Nässe durch diese kleinen, ganzen Anteile da drinnen. So was nehme ich. So, von der Höhe her ist das immer ganz praktisch, wenn man vorher einmal einstellt. Passt gut. Und jetzt werden wir uns rundherum noch ein paar schöne Wildstauden aussuchen, die vom Standort her dazu passen und unten so ein bisschen wachsen. Vielleicht wachsen sie einmal drüber. Und dann können wir das Ganze eigentlich mit der Erde dann fertig auffüllen. Jetzt schauen wir, was wir da unten reingeben. Die Qual der Wahl, wie immer, Toast. Toast wäre sicher lieb, aber ist mir vielleicht da fast zu ausbreiterisch. Weil es ja ein bisschen was Zarteres. Schnittlauch war super, kommt mal reinsetzen vielleicht. Schauen wir bei Hitzestauden. Ah, der ist zu groß, der ist zu wuchtig. Bergsteinkraut. Wäre was ganz was Schönes. Sandgras, Nelken, Thymian. Thymian geht immer gut. Thymian ist super. Felsennelke. Felsennelke, das war was Liebes, weil die hängt mit der Zeit dann ein bisschen runter. Ja, geht immer natürlich. Geht immer, wo es heiß ist, wo es trocken ist. Sedum acre, scharfer Mauerpfeffer. Ist auch super Insektenpflanzen. Richtiger Magnet. Trippmadam, Wollziest, würde auch super gehen. Teppichseifenkraut, wie heißt das? Rotseifenkraut, so wäre auch lieb. Macht auch so schliebe Polster und hängt drüber. Also da kann man sich richtig, das war auch lieb, gell? Zypressenwolfsmilch. Na, die blieren jetzt lieb. Da suchen wir uns einfach ein bisschen was aus. Sonnenröschen, wir konnten Sonnenröschen nehmen, ha? Was nehmen wir jetzt da? Rotes Seifenkraut. Warte, das stellen wir gleich zusammen. Wo. Rotes Seifenkraut. Drei Sätze rein, mehr nicht. Weil ich möchte, ich weiß, ich los am Platz und das fühle ich dann mit, werde ich hier beobachtet. Also wolltest du das nicht machen? Doch, doch. Nein, ich lasse ein bisschen. Die beste, wirklich ist ein Tipp für euch. Man ärgert sich ja oft, wenn eine Pflanze wohin wird. Einen Topf, wird eine Pflanze hin, denkt man sich, wow, klumpert, muss ich wieder was nachsetzen. Oft ist es da ganz gut, wenn man ein bisschen zuwartet, weil gerade diese Lücken in den Töpfen, so wie auch die Lücken in der Natur, in unseren Blumenwiesen, die wären wieder so interessant für unsere Wildbienen. Da, wenn man ein Glück hat, wenn das Substrat passt, dann brüten die da, dann bohren die da Löcher rein. Und deshalb möchte ich es nicht ganz zu sehr zusetzen, ich setze zwei oder drei. Und ich mache mir da so eine eigene Mischung aus Sand und Kompost, weil eben ich habe diese Beobachtung gemacht mit der Blattschneiderbiene. Da müsst ihr ein Substrat nehmen, was nicht zu viel Steinanteil hat, weil da können sie dann nicht gut reinbauen. Oder so wie wir es da haben, dieser reine Kies, der ist zwar super zum Abdecken, weil er das Wasser gut speichert, wenn ich den oben drauf gebe, aber eine Biene mag hier nicht gerne durchgraben, weil ihr das zu viel Arbeit ist. Und deshalb nehmen wir einen Sand und wenn wir viel Glück haben, dann siedeln sie vielleicht sogar Bienen dort an. Ja,
Großer Ehrenpreis nehmen wir noch. Großer Ehrenpreis, Felsennelke und Rot-Seifenkraut. Ich vergiss das wirklich jedes Mal, weil jedes Mal denken wir uns, wir müssen das einmal sagen. Wenn ihr wirklich dankenswerterweise super, wer sich bei uns im Shop was findet, freuen wir sich echt sehr. Vielleicht nicht ganz so sehr wie eine Wildbiene, wenn sie eine Blüte findet. Aber wir freuen uns auch. Natürlich, ist echt cool. Aber wir haben relativ viel Filter reingegeben. Wir wollten es jetzt nicht übertreiben mit 700 Kategorien, aber für Lebensbereiche. Und da haben wir auch eine Kategorie drinnen für, ich glaube, sie nennt sie, wie heißt es, für die Tröge? Topfpflanzen. Wie? Balkonkästen, Balkontröge. Höre ich schon schlecht, bin schon fast 50. Balkonkästen. Da war gerade ein Hummel oben auf die. Wenn sie so stark verwurzelt sind, dann kann man die Wurzeln so ein bisschen mit der Schere oder mit einem Messer ein bisschen aufschneiden. Schau, da sieht man eine Eigenschaft der Felsenbirnen. Sie machen gern so kleine Ausläufer aus den Wurzeln. Balkonien kompostieren. Was da schon alles wächst. Ah, ja, ja, ja. Man sollte vielleicht bei solchen Mischungen nicht ganz zu viel philosophieren, aber ich habe halt das irgendwie ganz interessant erlebt, dass diese Bienen, das Material muss passen für sie. Sie müssen reinbohren können oder reingraben, weil alle, die sich vielleicht mit dem Thema noch nicht so beschäftigt haben, von den Wildbienen, es kennt sicher diese Insektenhotels, sind eigentlich Nisthilfen für Wildbienen im Großen und Ganzen. Diese aufgehängten zum Beispiel Hartholzblöcke oder Röhrchen wären aber nur für einen relativ geringen Prozentsatz unserer heimischen Wildbienen. In Deutschland sind es um die 500 Arten, in Österreich 700, so in etwa angenommen. Weil die meisten brüten im Erdboden. Und wenn man die Töpfe, die man setzt, von der Ausgestaltung des Substrates so macht, dass vielleicht auch eine Wildbiene das annehmen würde, wenn es ihr passt, ist es ja sicher kein Nachteil. Und eben wir haben das bei unseren Töpfen da mit der Blattschneiderbiene mal beobachtet. Und da finde ich so eine Mischung aus Sand zum Beispiel, Kompost oder man nimmt nur einen Sand zum Abdecken. Aber die Schichten sollten so in etwa 10 cm hoch sein oder den ganzen Topf damit machen. Dann können die reinkommen. Manchmal, wenn genug Platz ist, da jetzt nicht, weil sie am Boden stehen, aber wenn die Töpfe ein bisschen angehoben sind, dann kommen sie auch von unten durch die Abzugslöcher. Und ganz ein einfacher Trick, damit man kontrollieren kann oder versuchen kann, ob das Material prinzipiell geeignet wäre, Bambusstecken im Durchmesser von den Gängen, die diese Bienen dann bohren, das sind so 4 mm Minimum bis rauf 6, 7, 8 mm, irgend sowas. Macht einfach ein Loch in das Material rein, einmal wenn es feuchter ist, wenn es ein bisschen trocken ist. Und wenn dieses Löchlein stabil bleibt und nicht wieder einbricht sofort, dann ist es für die Bienen schon interessant, weil die Biene gibt auf, wenn sie reingrabt und das Material fällt immer wieder rein, dann lässt sie es irgendwann, dann sagt sie, okay, das funktioniert nicht, ich kann hier kein Loch bohren, dann geht es wieder weg. Oder wenn eben der Kies ist, da kann sie ja die großen Steine nicht bewegen, das ist für sie wie Felsblöcke. Und eben in so eine Mischung aus zum Beispiel Sand, Kompost oder nur Sand, das können wir dann ausprobieren,
Da können sie super reinkommen und das machen sie auch. Jetzt noch nicht zu viel rein. Schauen wir mal. Ja. Ah, warte. Es wird in vielen Foren immer sehr stark diskutiert, welches Material man nehmen kann. Sandarien. Wir müssen heuer ein Sandarium machen. Es ist, wie gesagt, das ist der einfachste Trick, finde ich, mit so einem Stab probieren. Ist das Material stabil genug, dass es nicht einbricht? Auch dann vielleicht noch einmal probieren, wenn es trockener ist. Und durch den Sand hat es eine gute Struktur. Ich könnte nur den Sand nehmen. Ich werde es dazwischen nur mit Sand auffüllen, weil den Sand, weiß ich, der funktioniert auch gut. Weil damals, wie wir noch die Sandkisten gehabt haben für Niklas, das glaube ich, haben eh schon viele beobachtet. Verlassene oder manchmal sogar noch benutzte Sandkisten werden ganz gut oder ganz gern auch von Wildbienenarten benutzt. Nicht zum Spielen, sondern weil sie da ihre Brutröhren reinbohren. Und das werden wir jetzt da mit Sand auffüllen. Und da habt ihr ein super Material, das dann auch funktioniert für die Bienen. So, jetzt suchen wir noch ein paar Schneckenhäuser. Die legen wir auf. Für erstens schaut es wirklich lieb aus, dekorativ. Und wäre natürlich ein riesen Glück. Aber unter Umständen gefällt es der Schneckenhausbiene. Und dann kann es ja sein, dass so ein Schneckenhaus besiedelt. Das erkennt man dann, weil man das Schneckenhaus nicht mehr erkennt. Sie deckt es dann eben zu, aber schaut einfach lieb aus. Also lege ein bisschen was drauf. Schau, jetzt werden wir belohnt auf Balkonien mit dem ersten Sonnenstreu heute. Ja, das ist gut. Ja. Ich brauche halt jetzt das Schneidtuch vom Opa. Ich muss mir das wieder rausholen. So, dann haben wir wieder die Wasserkreisläufer. Das ist einfach ja, super, wenn man solche Tonnen aufstellt oder alte Badewannen. Es wird sicher so sein, wenn es jetzt hin und wieder drauf regnet, dann geht das ein bisschen nach oben. Dieser Sound, dann fühlt man den vielleicht noch einmal nach. Wird wahrscheinlich eh jetzt da schon nachgehen. Na, das wird schön, Kose. Wir müssen nur wirklich schnell sein, weil die Beeren sind sehr begehrt. Vor allem bei den Amseln, die mögen die echt gern. Und die sind natürlich super schmackhaft. Das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr teilen wollt mit den Amseln oder nicht. Oder welche Vögel auch immer kommen, ganz egal. Aber die Felsenbirne ist ein Traum. Ich weiß auch nicht, gell? Wir haben zwar leider, muss ich sagen, keinen Balkon. Ein Balkon ist wirklich nett. Wir haben schon immer einen gehabt, gell? Wenn wir in der letzten Wohnung in Steyr. Balkon hat eigenes Flair. Es ist irgendwie so ein kleines Reich, das einem selbst gehört. Und mir macht es trotzdem irgendwie so Spaß, Töpfe zu setzen. Weil Töpfe wieder ganz eine eigene, ja, haben irgendwie einen eigenen Charme. Und die Pflanzen kommen halt auch sehr gut zur Geltung. Und man kriegt vielleicht die Jahreszeiten irgendwie auch viel mehr mit. Also in einem Garten unter Umständen, weil es halt einfach sehr, sehr kompakt ist und man kann die,
die ganzen Vorgänge da schön beobachten. Also, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, es hat einerseits Spaß gemacht und es waren ein paar Sachen dabei, die ihr vielleicht umsetzen könnt. Wir werden das Thema sicher noch öfters beackern, weil, das haben wir gesagt, gell, wir müssen einmal so Thema Blumenkiste, weil da werden wir relativ viel gefragt oder angeschrieben, welche Pflanzen gut in Blumenkisten oder Blumentrögen funktionieren für sonnig, aber auch für schattig, da ist alles dabei und da werden wir sicher wieder mal ansetzen. Natürlich mehrjährig heimisch oder auch einjährig, zweijährig heimisch ist auch möglich. Auch das wäre möglich, ist auch cool in Töpfen. Speziell wenn du Terrassen hast, wo viel so Ritzen und Fugen sind, dann ist das ganz lässig mit so ein-, zweijährigen, weil die sehen sich dann da ganz gern aus. Machen zwar die Mehrjährigen auch unter Umständen. Aber da kann man viel experimentieren und vor allem, ihr schafft wirklich einen wertvollen Lebensraum, nicht nur für euch selber, aber eben auch für viele verschiedene Insekten, auch jenseits von Biene, Hummel, Schmetterling, Schwebfliegen, Käfer, Fliegen, Glanzfliegen, alles Mögliche kommt daher. Das ist das Schöne, das ist das Coole an dem Thema und man wird nie fertig mit dem Beobachten und man freut sich jedes Mal aufs Neue. Klitzekleiner Nachsatz, wem so eine Garnitur zum Beispiel gefällt oder teilweise diese Töpfe oder auch, ich glaube auch der, in den ich gesetzt habe, gell? Die haben wir im Shop drinnen, nicht immer, aber immer wieder und vielleicht findet ihr euch was. Und ich darf es kurz spoilern oder verraten. Unser zweitältester Sohn, der Nils, der hat eine kleine Wohnung in Steyr mit einem Minigärtchen. Wie groß ist das? Es ist größer wie ein Handtuch, also so klein ist es auch nicht. Keine Ahnung, 3x4 mal 7-8 Meter oder irgendwie so. Ist eigentlich vom Vorbesitzer nur überlassen worden mit Wiese und ein, zwei Sträucher. Und da haben wir gesagt, da machen wir ein lässiges Projekt mit Nils zusammen. Er soll uns irgendwie ein bisschen sagen, was er haben möchte, was er sich vorstellt. Und dann überlegen wir uns da was und machen so einen richtigen, einen lässigen, chilligen, nicen, wie sagt die Jugend heute? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin wirklich schon zu alt. Ich weiß es nicht mehr. Machen wir ein Paradies für Biene, Hummel, Schmetterling und ein Paradies für Nils, weil der Nils hat sehr, sehr gern diese ganzen Noschereien im Garten und da kann man sie ja richtig auch in kleinen Gärten austoben. Also das war es jetzt von mir. Groß, jetzt haben wir wirklich einen Druck, weil jetzt müssen wir das machen. Das war nicht gescheit. Macht es gut, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Seid happy auf eurer Terrasse, in eurem Miethaus, wo auch immer, wo euch vielleicht ein kleines Stückerl Erde überlassen ist, in eurem Gemüsegarten oder in eurem Naturgartenreich. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao. And I just can't let go. Tears start to flow. I feel it in my body. Girl, I feel this magic. And it's deep inside. 'Cause I believe in magic. When I see your eyes. Ja, weil es von der Zeit her jetzt wirklich noch super passt, haben wir uns gedacht, wir machen ab jetzt 2 Wochen minus 10% auf alle Gehölze. Weil vielleicht motiviert das noch die eine oder den anderen, dass er da noch sitzt. Du kannst ja prinzipiell diese Pflanzen, die sind im Topf oder im Container, schon das ganze Jahr setzen, also auch im Juli, wo es richtig heiß ist. Da muss man natürlich mit dem Gießen dann ein bisschen ein genaueres Auge drauf werfen, als wenn man es jetzt vielleicht in der kühleren Zeit noch reinbringt, wo sie sich gut einwurzeln. Übrigens, was wir immer vergessen zum Sagen, weil manche sagen vielleicht, ich möchte eine Sichtschutzhecke oder so irgendwas und da sind unsere Pflanzen dann vielleicht zu klein, weil sie halt gleich ein bisschen ein Ergebnis haben wollen. Ihr könnt es gern per Mail bei uns anfragen. Wir können euch da auch größere Pflanzen zusammenstellen, aber die müsste man dann per Spedition schicken.
Oder wenn jemand überhaupt sehr große Mengen an Pflanzen haben möchte, auch kein Thema, einfach ein Mail, kurzes Mail schicken. Wir können das per Spedition schicken. Übernehmen wir die Hälfte der Kosten in der Regel von der Spedition. Dafür wird es sehr, sehr schonend auf Paletten geschickt. Und ich habe mich da nicht ganz zufällig zu einer Birke hergestellt. Ein paar von diesen Birken hätten wir heuer tatsächlich organisiert. Die sind im Ballen. Einen anderen Teil habe ich getopft, aber die kriegt sie erst im Herbst. Es geht vorher leider nicht. Und die könnte man noch verschicken per Spedition. Also der Ballenware, 1,50 Meter, 1,75 Meter ungefähr hoch. Recht schön, falls jemand Interesse an der Moorbirke hätte, weil uns sehr viele immer schreiben von euch.